50 Jahre meines Lebens habe ich in den Werkstätten verbracht, und zwar mit großer Leidenschaft. Ich habe für viele bekannte Künstler gearbeitet, bis zum heutigen Tag, und sehe allerdings jetzt ein, dass dieser Beruf in Wiesbaden, vielleicht auch in ganz Deutschland, kaum noch durchführbar ist. Wirtschaftlich eine reine Katastrophe. Deshalb die Schließung des Ateliers mit zwei weinenden Augen, aber ich habe einen großen Spaß an einer ungewissen Zukunft und werde das Möglichste tun, um danach genauso interessant weiterzumachen. Womit, kann ich nicht sagen, weiß ich selbst noch nicht, aber mir wird schon etwas einfallen. Geboren wurde ich in Halle an der Saale, dann mit meiner Mutter, meinem älteren Bruder, geflohen aus Halle an der Saale nach Dithmarschen. Dort gab es eine Bleibe für uns, ein rittgedecktes Haus, Bauernhaus. Dort wurden wir groß, gingen zur Schule. Als ich 10 Jahre alt war, zogen wir nach Karlsruhe. Dort ging ich weiterhin zur Schule und war ein miserabler Schüler. Und vor allem, und das betone ich immer wieder, ich hasste Kunsterziehung. Es gab nichts Schlimmeres für mich, als Bilder zu zeichnen, zu malen oder sonst etwas. Und ich kam immer völlig verstört nach Hause, weil ich schon wieder etwas machen musste, was mir nun gar nicht lag. Gut, mit Abschluss der mittleren und sogenannten mittleren Reife wurde ich Seemann. Das war mein Traumberuf von Kindesbeinen an. Ich ging zu einer Seefahrtsschule, Seemannsschule, machte dort einen Kurs und begann bei der Hamburg-Amerika-Linie meine Karriere, die mit dem Matrosenbrief endete, um dann eines Tages, und das ist eine lustige Geschichte, ich war randvoll verliebt in eine wunderschöne Frau, die auch mitten in Brasilien war, und Einlauf Amsterdam. Ich hatte ja beschlossen, diesen Beruf an den Nagel zu hängen, und die letzte Reise hatte ich angetreten. Und vom Vorschiff bis zum Mittschiff entledigte ich mich aller Klamotten, das Ölzeug weg, die Ölhose, den Pullover und die Jeans, und kam in Unterhose in den Mittelbau, direkt in die Arme der Schwiegereltern, die entsetzt waren, was sich die Tochter da ausgesucht hatte. Und ich hatte das kaum getan, da meldete sich das Kreiswehrersatzamt und ich wurde Soldat. Machte eine steile Karriere bei der Bundeswehr, ich wurde Obergefreiter. Und mit diesem Dienstgrad verließ ich die Armee und wurde Student am Pädagogischen Fachinstitut mit der Idee, Kunst- und Werkerzieher zu werden. Ich machte eine Aufnahmeprüfung am Pädagogischen Fachinstitut und bestand die auch. Was mich sehr wunderte, muss ich sagen. Und in der Alexandrastraße begann ich dann die erste Stunde im Kunstunterricht zu lernen bei einem Lehrer, den ich sehr schätzte. Und er enttäuschte mich allerdings bei der ersten Stunde, denn wir alle wussten nicht, was passiert jetzt mit uns, was will der mit uns machen. Nun ging dieser Mensch raus mit einem Eimer und einer kleinen Schaufel, schaufelte den Dreck des Gartens, so muss man das bezeichnen, in den Eimer, kam mit dem Eimer zurück und kippte den auf den Tisch. Und diese ganze Wurzelwerk, Steine, Sand und Schmutz der Straße, die lagen nun auf dem Tisch, und seine Bemerkung war einfach nur: Schaut es euch genau an, in diesem Haufen Dreck seht ihr alle Strukturen, die ihr für euer Leben braucht. Mehr braucht ihr nicht. Schaut euch jeden Stein an, jeden Grashalm, jedes Stück Wurzel und so weiter. Was hier auf dem Tisch liegt, ist im Grunde genommen euer Modell für die Zukunft. Ich habe das zunächst nicht begriffen. Ich wollte lieber einen Akt zeichnen, eine schöne nackte Frau sehen. Aber dieser Haufen Dreck hat im Grunde genommen den Auslöser für mein scharfsinniges, feinsinniges Sehen geschaffen. Ich war in der Lage, danach alles Mögliche bis ins Detail anzuschauen, es mir zu merken, und je strukturierter etwas war, je interessierter wurde ich. Das hat sich in der Fotografie dann niedergeschlagen. Bis zum heutigen Zeitpunkt bin ich jemand, der schwarz-weiß grafisch denkt. Nach dem ersten Staatsexamen ging ich nicht in den Schuldienst. Ich wurde Schuldienstverweigerer. Dafür gibt es auch keine Beratung oder so etwas. Man geht einfach nicht hin. Für mich festigte sich dann der Wunsch, einfach
eine Radierwerkstatt zu eröffnen. Meine Liebe gehörte der Technik dieser druckgrafischen Disziplinen. Nicht das selber machen, das interessierte mich gar nicht so sehr. Ich gründete dann in meiner Wohnung die Kupferdruckerei Reinhard Spiegel, Studio für Kupfertiefdruck. Da musste ich mir eine Maschine kaufen. Das Geld dafür, das besorgte ich mir, indem ich bei den amerikanischen Streitkräften als Busfahrer anheuerte und ein Jahr lang Schulkinder zur Schule fuhr, Schulkinder zu Baseballspielen fuhr und so weiter. Die Kunst kam mir jetzt näher, das heißt, ich steckte mittendrin. Ich musste mich arrangieren, aber ehrlich gesagt, es fiel mir sehr leicht. Und dann lernte ich natürlich Künstler kennen, große Künstler, kleine Künstler, angenehme Künstler und Leute, die man sehr rasch vergessen sollte, weil es sich nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen. Nicht jeder Künstler ist gleichzeitig ein liebenswerter Mitbürger, sondern es sind ja alle, und das muss man leider so sehen, alles Einzelkämpfer, die für sich alleine arbeiten und dabei die eine oder andere Macke mitnehmen. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr angenehme Leute darunter und die, auch Leute, die einem viel mit auf den Weg geben können. Das andere schüttelt man ab. So, die erste Zeit war natürlich schwierig. Ich brauchte Kundschaft. Wen ich kannte, war Klaus Böttger und ich übernahm dann in den nächsten Jahren das grafische Oeuvre von Klaus Böttger. Bei Böttger ging es in der Regel immer nur um das Drucken der Auflagen. Die Platten hat er selber perfekt gemacht. Und ich habe viel von ihm lernen können. Eine Mappe hier mit Böttger-Radierungen, da steht dann auch drauf, Druckerexemplar. Das ist eine Situation einer Operation. Böttger war ein hervorragender Techniker, ein brillanter Radierer. Das sind ältere Blätter, steht drauf Probe. Probe heißt, dass es vielleicht noch eine Änderung gibt, das ist ein Zustand. Und hier Druckerexemplar. Häufig verbrachte Böttger seinen Urlaub in Norddeutschland, in diesem Fall an der Schlei. Er zeichnete dort viel und kam dann immer mit vielen Ideen zurück. Ein Blatt aus den Anfängen, fantastischer Realismus. Der Mund war ein Renner damals. Hier wurde aus einem Plattenton der Mund herausgewischt, ein bisschen Farbe entfernt, ein bisschen Kosmetik gemacht. Das sind die kleinen Blätter, die ich besonders gern habe. Das ist mit Hinweisen für den Drucker, 140er Auflage, die gleiche Größe. Termin sehr bald. Bei der Radierung einer Tiefdrucktechnik sind alle Informationen in der Tiefe des Bleches verborgen. Sie dort hineinzubringen, ist eine Kunst, der man sich bedingungslos verschrieben haben muss. Man darf keine gesundheitlichen Aspekte vorschieben. Man hat viel mit Lösungsmitteln zu tun, viel mit Säuren zu tun, viel mit Blechstaub, Kupferstaub, Zink. Und wenn man das alles gesundheitlich verträgt, dann ist das ein Traumberuf. Allerdings ein, so wie ich es mache, ein Beruf, den ich als Dienstleister ausführe, nicht als kreativer Teil bei der Radierung. Ein Künstler kommt zu mir mit der Idee, ich habe einen Auftrag, eine Auflage von 100 Radierungen herzustellen und suche nun eine Werkstatt, die dazu in der Lage ist, die technischen Details zu übernehmen. Das ist meine Aufgabe. Ich kann für die meisten Künstler die Technik übernehmen. Das heißt, ich mache für die Künstler die Platten, sofern sie nicht selbst in der Lage sind, das zu tun, kann ich das übernehmen. Und von der fertigen Platte kann ich 100, 200 oder wie viel Drucke auch immer in hochwertiger Qualität abziehen. Das ist ein Beruf, der sehr viel Sorgfalt erforderlich macht. Das ist ein Beruf, der ein langes, langes Durchstehen erfordert, da es sehr lange dauert und sehr langsam vor sich geht, eine Auflage von 100 oder 200 Radierungen in hoher Qualität abzuziehen. Man muss die Zeit vergessen, ein klein wenig philosophisch denken und vor allem die Drucke nicht zählen, sondern einfach arbeiten. Arbeiten, arbeiten. Ein Glücksfall war
Die Künstlerin Gertrude Degenhardt, die ja nur 20 Kilometer entfernt über dem Rhein in Mainz-Gonsenheim lebt. Und ich seit den 68er bis zum heutigen Tage alles, was Radierung heißt, ob einfarbig oder farbig, für sie erledige. Eine wunderbare Zusammenarbeit, die natürlich auch mitunter kriselte und krachte. Das ist normal. Und dann kamen Leute wie Baselitz, Antes, Lüpertz, Schlotter, auch Johannes Schreiter ließ hier drucken. Es waren unzählig viele Leute, die den Weg fanden in die Druckerei Spiegel. Baselitz hat hier viele Jahre arbeiten lassen. Ich glaube, wir haben 70 Editionen zusammen gemacht über die Jahre. Mappenwerke, Einzelblätter, immer raffiniert gedruckt. Das sind in Deutschland fast vergessene Techniken. Dieses Blatt ist eine Aquatinta-Radierung mit Stichel, mit Kaltnadel. Und dieses Papier, was hier oben drauf ist, wurde beim Druckvorgang mit verleimt. Das nennt sich Shin-Kole. Man hat früher Japan-Papiere, China-Papiere genommen, um da noch eine Tonigkeit reinzubringen. Sonst würde das ein bisschen karg aussehen. Dieses Blatt in der Farbe, es war einmal grau, hat lange im Rahmen gehangen und gilt natürlich völlig ein. Mich selber stört das nicht. Manch ein Kunde, der sich für Baselitz interessiert, ist entsetzt. Ich weiß, dass Herr Baselitz darüber nicht schimpfen würde. Das wäre ihm nämlich gerade recht, dass die Bilder hängen. Das ist nun als Vergleich dazu ein ganz typisches Motiv, noch nie im Rahmen gewesen. Deshalb ist das Packpapier hier auch noch grau. Hier ist es, wie gesagt, eingegilbt. Und häufig die Situation der Bäume und auf dem Kopf gestellt. Ich habe auch Blätter, da sind sie nicht auf dem Kopf gestellt. Ach, und das ist eine Man Ray-Radierung. Ich glaube, die habe ich 1970 gemacht. Eines der ersten Blätter, die ich für Man Ray gearbeitet habe. Und Friedemann Hahn, viele, viele Auflagen sind hier entstanden und gedruckt worden. Alles mit Shin-Kole, ein sehr berühmter Maler. Jetzt eine ganz besondere Schublade. Das sind Arbeiten eines Fotografen aus dem Schwarzwald, aus Waldshut, Axel Bauer. Einer derjenigen, die mir die Negative schickte. Und ich habe ihn dann von den Negativen die Heliogravuren gemacht. Das sind somit die besten Arbeiten, die in diesem Atelier entstanden. Eine Heliogravur wird immer nur so gut, wie das von zu Beginn an signalisiert ist durch das Negativ. Taugt das Negativ nichts, wird auch die Heliogravur nicht so perfekt. Und in diesem Fall heißt Albschlucht. Das sind Schluchten im Schwarzwald. Und Herr Bauer hat, wenn das Wetter günstig war, das Wasser nicht zu hoch stand, dann ist er immer hinabgestiegen und hat dort fotografiert. Wir sehen hier mit einer anderen Belichtung das gleiche Tal nochmal in einer Hochwassersituation. Wie sollte es anders sein? Die Akte oder hier das Valle Maggia. In diesen Grafikschränken ruhen die Schätze der Druckerei. In diesem Fall, diese Schublade ist bestückt mit Grafiken von Ottmar Alt. Es ist allgemein üblich, dass die Drucker ein Belegexemplar, 1 oder 2 oder 3 Belegexemplare bekommen als zusätzliches Dankeschön zum Honorar. Und das sind die Arbeiten, die Blätter, die hier liegen jetzt, von Ottmar Alt. Bei Ottmar Alt war es so, dass er eigentlich einen ausführlichen Entwurf geschickt hat und die Radierplatten bei einer Farbradierung, in der Regel 4 Bleche, wurden dann hier in der Druckerei geätzt und entwickelt. Ottmar Alt bekam dann einen Andruck zugeschickt mit der Bitte um Zustimmung oder Korrektur. Das hat er dann auch ziemlich flott gemacht und dann sind wir immer dabei gegangen, nach Möglichkeit mit 4 Druckern die Auflagen zu drucken. Jeder Drucker bekam eine Platte, eine gelbe Platte,
der andere eine rote Platte, der andere eine blaue Platte und die Schwarzplatte zum Schluss. Gedruckt wird in der Regel von hell nach dunkel, also gelb, rot, blau, schwarz, in rascher Folge. Die Schwierigkeit ist, dass man dann 4 Drucker braucht, die einigermaßen gleich schnell arbeiten, damit der eine nicht auf den anderen warten muss und damit die Farbe nicht schon antrocknet. Wenn berühmte Leute die Stadt Wiesbaden zur Stadt Wiesbaden kamen, dann gingen sie nicht ins Museum oder in den Kunstverein, um dort Ausstellungen zu besprechen, sondern sie gingen zum Spiegel, um zu arbeiten. Ich habe mich immer ein bisschen dünn gemacht, ich habe kaum noch Werbung gemacht, bin nicht aufgetreten, bin nicht zur Eröffnung gegangen. Ich wollte mit dem ganzen Bekanntheitsgrad nichts zu tun haben, sondern wollte arbeiten. Das hat auch funktioniert und die Künstler waren dankbar, dass sie nicht gestört wurden von Fotografen oder Presse. Wenn der Baselitz in der Stadt war, wäre das ja sicherlich ein Bild wert gewesen. All das passierte nicht und bis zum heutigen Tag habe ich guten Kontakt zu diesen Leuten, die hier einmal gearbeitet haben, aber markttechnisch nicht mehr radieren, geschweige denn sich um die Heligoravur kümmern. Also das Atelier in der Wohnung wurde sehr rasch zu klein und ich plante einen Umzug und traf auf einige Künstler, Drucker, Poeten, die gleiche Idee hatten und mit vier Geschäftsleuten gründeten wir die Philipsberger Werkstatt. Hier wurde die Mainzer Mini-Pressenmesse erfunden. Norbert Kubacki als Herausgeber der Zeitschrift Mini-Press-Report organisierte die erste Mini-Pressenmesse parallel zur Buchmesse. Zweiter Partner war Herr Wolfgang Schlick, inzwischen verstorben, ein genialer Holzschneider mit einer riesigen Druckmaschine, einer Buchdruckmaschine. Michael Kirmes, Dichter, Poet und Schriftsetzer und Schriftsteller, wie er sich nannte damals. Wir hatten vor, druckgrafische Kostbarkeiten herzustellen. Bücher, Einzelblätter, Editionen und so weiter in den diversen künstlerischen Drucktechniken. All das scheiterte am Individualismus des Einzelnen, inklusive meiner Störrigkeit natürlich. Jeder hatte Schuld, dass nach kurzer Zeit diese Partnerschaft schon nicht mehr bestand. Ich blieb dann in den Räumen ziemlich lange noch und baute die für meine Zwecke aus, bis sich die Gelegenheit ergab, in ein Haus in der Tennelbachstraße zu ziehen. Dort im ersten Stock, Nummer 77, etablierte ich mich als grafische Werkstatt in einer Wohnung bis vor 20 Jahren. Dort musste ich aus privaten Gründen das Haus verlassen, fand hier diese in der Westendstraße 23 hervorragende Räume, die genau zugeschnitten waren, ebenerdig, belastbar, die Böden belastbar. Ich mietete und blieb hier 20 Jahre. Und ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich in Frankfurt eine Ausstellung von Heliogravuren sah und sofort begeistert war mit der Idee, das willst du jetzt auch lernen, nachdem ich 30 Jahre lang radiert habe. Ich habe mir die Ausstellung angeschaut und ich habe den Künstler, der diese Ausstellung mit seinen Bildern bereichert hat, angeschrieben. Und er hatte zunächst keine Lust, mich zu unterrichten, bis er im Briefkopf eine stilisierte Tiefdruckpresse sah und mich anrief und nachfragte, ob ich den Drucker sei. Ich sagte ja. Nun gut, ich konnte ein wenig besser drucken als er und er sah das als willkommene Gelegenheit, von mir etwas zu lernen und ich wollte von ihm die Technik der Heliogravur erlernen. Ich fuhr dann viele Wochenenden Richtung Heilbronn, dort wohnt dieser Meister. Er unterrichtete mich bedingungslos, er offenbarte alles, was er konnte. Und ich ging dann reich an neuen Wissen und reich an neuen Erfahrungen, begeistert zurück nach Hause, um sofort das umzusetzen, was ich gelernt hatte und merkte, dass meine Räumlichkeiten nicht seine Räumlichkeiten waren und dass ich meinen eigenen Stil entwickeln musste, auf Grundlagen einer Technik, die allgemein bekannt ist. Ich bin dann dabei gegangen und habe viele Monate und ich will nicht sagen Jahre geübt,
bis ich die erste Hildegard-Wurm in Perfektion vor mir liegen sah. Und es war schon ein großes, bereicherndes Gefühl zu sagen, so jetzt habe ich eine Technik gefunden, die meine Bilderwelt ist, sodass ich neben der Dienstleistung jetzt den kreativen Teil eröffnen konnte. Ich habe das gerne gemacht und habe bis zum heutigen Tage etwa 500 Hildegravuren fertiggestellt, die alle, ja nicht alle meine Lieblinge sind, aber einige davon kann ich vorziehen, andere finde ich eher nicht so interessant oder nicht so spektakulär. Meine Vorliebe für einige Motive haben sich so herausgestellt, das ist nach wie vor, sind das Motive aus der Natur, Motive, die eigentlich vor unseren Augen liegen. Ich muss nicht weit reisen, um interessante Naturerlebnisse zu haben, sondern der nächste deutsche Wald ist interessant genug, um dort an Bäumen gute Motive zu finden. Ich habe das oft gemacht. Ich bin natürlich auch im Ausland gewesen und habe viele, viele Bäume fotografiert. Rückblickend weiß ich, ich habe mit Kirschbäumen in Frauenstein begonnen und ende meine Arbeit an der Hildegravur mit Olivenbäumen vom Gargano oder Apulien, also Apulien, Gargano. Es gibt die unterschiedlichsten Käufer, die hier ins Atelier kommen. Es gibt sehr gut informierte Käufer, die ganz genau wissen, was sie wollen. Es gibt dann Leute, die zufällig vorbeischauen und gar nicht wissen, was sie wollen. Es gibt dann Menschen, die um jede Grafik einen Preiskampf veranstalten. Und es gibt Menschen, die etwas ganz Besonderes sind. Ich versuche das mal anhand des Plakats zu erklären. Diese Plakate gehören, wie das hier zu lesen ist, zur Mainzer Mini-Pressenmesse aus dem Jahre 1976. Ist die vierte Mainzer Mini-Pressenmesse, die damals, das Plakat hat Frau Degenhardt zur Verfügung gestellt und Norbert Kubacki hat es im Siebdruck gedruckt. Davon blieben bei Atelierwechsel 50, 60, 100 Plakate übrig. Ich habe sie mitgenommen und habe sie hier im Schaufenster angeboten für 10 Euro. Ein Kunde kommt, kauft und kommt am nächsten Tag am Bus zurück, weil er einen Fleck auf dem Plakat gesehen hat. Wie gesagt, 10 Euro. Ich habe ihn daraufhin gebeten, er möge doch in dem Stapel nachschauen, ob es vielleicht ein wunderschönes, gut erhaltenes Plakat gibt. Er hat wohl keins gefunden. Mich hat das geärgert und da habe ich die ganze Auflage durchgeschnitten. Vor seinen Augen, weil ich diese Feilscherei einfach nicht mag. Und das ist das Feilschen um Kunst und darf nichts kosten, möglichst groß, farbig, mit Rahmen und ganz preiswert. Das ruiniert natürlich die Situation einer jeden Werkstatt. Und solange sich das mit dem Motto Geiz ist geil nicht ändert, haben wir Probleme. Also Kundschaft im Atelier ist immer interessant und ich kann mich an eine Gruppe älterer Damen erinnern, die in der Tennelbachstraße anlässlich einer Ausstellung, die ich dort gab von Frau Degenhardt, sich die Bilder anschaute und sie ähnelten auch den Figuren, die Frau Degenhardt immer zeichnet, mit Pilzmantel und Hütchen und so weiter. Und die unterhielten sich angeregt, schauten sich die Bilder an, fanden das ganz prima und dann sahen sie die Preisliste und eine Dame sagte dann zur anderen Dame, ei was, wir fahren rüber zur Frau Degenhardt, da ist es billiger. Und ich war damit aus dem Rennen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber das erlebt man fast täglich. Wo es billig ist, wird eingekauft. Die wirtschaftliche Situation war in den letzten 7, 8, 9, 10 Jahren immer sehr angespannt. Es reichte immer gerade so, um die notwendigen Kosten aufzubringen. Gewinne wurden schon lange nicht mehr gemacht hier. Und vor etwa 7 Jahren oder 8 Jahren beschloss ich, diese Werkstatt zu schließen. Es ist also nicht neu, ich wiederhole mich heute mit dieser Entscheidung. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich das auch dem eingeladenen Publikum, es war mal wieder rammelvoll hier, dem eingeladenen Publikum in einer kurzen Rede mitteilte, dass heute wohl die Werkstatt geschlossen wird, aus den und den Gründen. Und dann sah ich von meiner Position als Redner hinten links in der Ecke Ben Pettersen sitzen, mein Nachbar, also mein Wohnnachbar. Er hatte im gleichen Haus auf der anderen Seite des Flurs
seine Wohnung und in der Wohnung hatte er auch seine Arbeitsmöglichkeit und Patterson hatte die Idee, diese Werkstatt zu übernehmen, hatte wohl ein bisschen mulmiges Gefühl, weil er dann auch die ganzen Kosten tragen musste. Und auf 10 Meter Entfernung schauten wir uns irgendwie an und kamen, ohne dass wir lange drüber redeten, zu der Idee, wir machen das gemeinsam. Wir halbieren die Mietkosten, wir halbieren die Energiekosten und wir machen das eben zu zweit. Jeder hat seinen Raumbereich und macht seine Sachen unabhängig vom anderen. Jeder hatte Schlüssel, konnte machen, was er wollte. Und rückblickend, Patterson starb am 25. Juni letzten Jahres. Rückblickend kann ich sagen, das war eine sehr fruchtbare Zeit mit Patterson zusammen. Er war der einzige Künstler, mit dem einfach kein Krach anzuzetteln war. Es war einfach nur Friede, gute Gespräche. Jeder machte sowieso die unterschiedlichsten Dinge künstlerischer Art. Und wir haben uns nie über ernsthafte künstlerische Probleme unterhalten, sondern eigentlich über das Leben an sich, über die schönen Dinge und über Momente im Leben, die wichtig sind oder auch unwichtig sind oder wie merkwürdig Menschen sein können oder wie schön das draußen ist. Nur so etwas. Und er war immer da für irgendeine zuverlässige Arbeit, die wir vielleicht gemeinsam machen mussten. Richtig ist, er war viel unterwegs, sodass wir hier nie Auseinandersetzungen hatten mit Raumkosten, Energiekosten oder sonst was. Halbe, halbe, das habe ich nie wieder erlebt. Typisch für Patterson und sein Tagewerk war Folgendes. Nichts ahnend sitze ich hier oder stehe hier, ich weiß es nicht mehr genau. Er kommt rüber mit geheimnisvoller Miene und sagt zu mir, please touch me. Ich sag mal, warum soll ich dich touchen? Dann sagt er, ja, und holt aus seinem Sakko ein Foto heraus, was ihn zeigt mit Yoko Ono, Arm in Arm. Die beiden kannten sich ganz gut. Und Yoko Ono war in Frankfurt in der Schirn, um ihre Ausstellung vorzubereiten. Und zur Premiere war Patterson eingeladen. Das heißt, dieses Foto habe ich heute noch. Und erinnere mich daran, dieses Do you want to touch me? You must touch me. Weil er ja nun mit Yoko Ono auf einem Bild ist. Das war humorig gemeint. Damit wollte er nicht protzen. Der kannte so viele berühmte Menschen, dieser Patterson. Und zwar, wenn ich sage kannte, dann meine ich wirklich kannte. Und nicht, ich habe den von Weitem gesehen. Sondern das war ein Mann, der einfach aufgrund seiner menschlichen Größe keine Barrieren kannte. Er konnte ganz einfach diese Schwelle der Angst, einen anderen zu kränken, zu beleidigen oder überwinden und mit Menschlichkeit reagieren. Er machte vor, dass man wenig braucht, um miteinander gut auszukommen. Und als er dann starb vor gut einem Jahr, da war ich am Überlegen, nimmst du noch einen Kompagnon wieder rein in diese Werkstatt, der Kosten wegen, nicht weil ich mich einsam fühle, sondern nur der Kosten wegen. Und dann entschied ich mich, das alleine zu machen. Bis zum heutigen Tag meine ich, dass das war richtig so, diese Werkstatt alleine zu betreiben und sie nicht rücksichtsvoll mit einem anderen zu teilen. Und in wenigen Wochen feiert dieses Kupfer-Tiefdruck-Atelier das 50-jährige Jubiläum. Gleichzeitig mit dem Jubiläum feiern wir auch ein Endspiel. Ein Endspiel, darunter verstehe ich die Schließung dieses Ateliers aus wirtschaftlichen und zum Teil auch aus gesundheitlichen Gründen. Am 31. Januar ist letzter Tag hier. Dann wird abgeschlossen, das Licht gelöscht, die Tür zugemacht. Dann ist die Legende Spiegel, Radierung, Heliogravur beendet.